Hallo Leute. Hast du das Baby da ja, weggenommen oder was? Ist rausgefallen. So, dann schauen wir mal jetzt, machen wir hier mal, gehen wir mal auf der Suche, auf der Jagd. Also auf Jagd nicht, aber auf der Suche, würde ich mal sagen, mal Leute. So, da sehen wir erstmal zwei Babys, die schon ganz schön gewachsen sind. Wa? Man sieht es ja, die Orangen. Dann haben wir hier eine. Wa? Dann sitzt hier noch zwischen eine. Und überall woanders sind so viele. So, habt ihr alle gesehen? Ich glaube nicht. Aber egal, auf jeden Fall sind 7 große, wie ich gehört habe, und noch kleinere Babys da neue dazugekommen, jede Menge. Das heißt, wir haben hier eine Explosion. Die Mütter und Väter haben entschieden, hier ist alles angenehm, hier ist genug Essen und Algen, hier hauen wir erstmal alles raus, was wir können, aus dem Bauch. So, das heißt also, ja, ihr könnt hier selber auf die Suche gehen. Habt ihr jetzt Bild, könnt ihr selber ransuchen, dann könnt ihr alles selber suchen. Ich gehe nochmal kurz da hinten hin. Ich habe jetzt den Bubble Maker rausgemacht, habe jetzt hier eine Wasserpumpe reingemacht, das ist nicht mehr so brummt, das Aquarium. Die Scheibe ist ruhig, oh, ein bisschen, aber das ist anscheinend durch diese Rohre hier, durch den Skrill-Effekt. So, genau, also hier ist einiges los und angenehm durchwachsen. Die blaue sitzt da hinten, ja, also nach einer Woche mal wieder ein Check hier. Und alles angenehm, so, der Infitter ist jetzt raus. Tetra N 400 Plus ist weg. Und dafür ist jetzt die Eheim Experience wieder drin. Ja, und die läuft einwandfrei, wa? Neues Teil gekauft, was abgebrochen ist. Und jetzt gibt es auch keine Nebenluft mehr und es rattert durch. Und ja, schauen wir mal, wo es hinführt, wa? Denk mal, zu ganz vielen Nachzuchtgarnelen. Gut, alles angenehme, euch gewünscht, angenehme Momente gewünscht. Bis dann.